Hofgeschichten, unsere Lieblinge. Heute, auf dem Ziegenhof lässt Sophia Traut die Tiere raus. Seid ihr alle da? Komm, komm! Auf Hof Viehbruck ist ein neues Kalb geboren. Aber wo ist es? Genau, ich kann das Kalb noch nicht finden. Das Hühnermobil von Carsten Duziak läuft gut. Die Leute wollen gerne hier diese cremefarbigen, manche gucken auch echt nach braunen. Bei Henning Beken sind die Gänseküken angekommen. Die Schlauen, die haben da schon gesehen, wo das Wasser ist. Albert Smith hofft, dass seine Störche bleiben. Ich glaube, der Schöne ist weg. Diese ist ja zuselige, ja. Und zum ersten Mal im Fernsehen Jenny und Sven Ole Johansson. Nee, erstmal Wipphebel. Du und dein Wipphebel. Auf dem Ziegenhof in Asendorf zwischen Bremen und Hannover warten die Ziegen sehnsüchtig darauf, endlich auf die Weide zu kommen. Würdest du es drehen? Ich hätte jetzt auch eher gedacht, einmal irgendwie. Doch erst müssen Sophia und ihre Auszubildende Antonia den Zaun aufbauen. Wir unterteilen das gesamte Grünland hier am Hof immer in Einzelparzellen und wechseln dann das Weidestück, damit die Ziegen das relativ schnell kurz fressen, dass dann das Grünland wieder die Chance hat, nachzuwachsen. Also wenn sie dann auf das nächste Stück kommen, kann das andere sich erholen. Und gleichzeitig reduzieren wir dann den Parasitendruck, also zum Beispiel die Würmer. Ne? Und wir wechseln das im Sommer, je nachdem, wie das Gras wächst, wie viel es regnet, so alle jede Woche. Also und was machen wir jetzt? Was mache ich? Du steckst sie oder willst du Schubkarre schieben? Alle 5 Schritte, 5,5 Schritte vielleicht? 2. Bis der gesamte Zaun steht, dauert es gute 2 Stunden. Der regelmäßige Auf- und Abbau gehört für Sophia ab jetzt bis Oktober zum Ziegenalltag. Der Zaun soll ja auch ein bisschen individuell aussehen. Hier hinter den Zaun direkt, da kommt überall Strom drauf. Die Ziegen bleiben nicht freiwillig irgendwo. Also außer es ist besonders lecker, aber ist ja schnell aufgegessen. Jetzt ziehen wir das hier, um das zu spannen. Und das hier, der Pfeiler ist stabiler, da kann man ein bisschen Druck drauf aufbauen. So, und jetzt stößt es nirgends gegen. Jetzt können wir Strom anmachen. Fertig. Mädels, es geht auf die Weide. Komm, 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 komm. Seid ihr alle da? Komm, komm. Und schnell auf die Weide! Auf geht's, auf geht's! Da es zunächst ungewöhnlich kalt war, mussten die Ziegen länger als sonst auf die Weidesaison warten. Wenn die Ziegen jetzt draußen sind, dann dauert es einen Moment, bis sie sich umgewöhnt haben, aber dann werden sie einfach viel ruhiger, also viel gelassener, ausgeglichener. Es gibt nicht mehr so viel Rangeleien, weil sie einfach mehr Platz haben. Sie können sich mehr so verhalten, wie sie das gerne möchten. Die haben ja hier ihre Ausläufe, aber das ist nicht das Gleiche, als wenn sie so richtig viele Meter mal laufen können und rennen. Und die buckeln dann auch mal und die Ziegen machen ja gerne diese Seitwärtshüpfer. Das ist in einem Auslauf, da ist ja schnell der Zaun links und rechts. Im Sommer sind die Ziegen von morgens bis abends auf der Weide. Doch zu Beginn der Saison muss Sophia vorsichtig sein. Die Ziegen kommen nicht von jetzt auf gleich den ganzen Tag auf die Weide, sondern wir weiden sie an. Das heißt, sie kommen immer erst mal kurze Abstände auf die Weide. Jetzt haben wir ganz frisch sie auf der Weide gelassen. Dann ist es erst mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das staffeln wir pro Woche. Und dann machen wir schon einen großen Sprung irgendwann. Aber die Verdauung muss sich erst mal umstellen. Die Verdauung braucht so 2 Wochen, bis sie sich auf neues Futter eingestellt hat. Und wir wollen vermeiden, dass sie Durchfälle bekommt. Wir wollen nicht, dass sie richtig krank werden. Noch 20 Minuten können die Ziegen ihre neue Freiheit genießen, dann geht es erstmal zurück in den Stall. Mitten in Schleswig-Holstein liegt Hof Viehbruck. Christian Rahl macht sich auf den Weg zur Rinderkoppel, einige 100 Meter entfernt. Denn die Herde der Scottish Highlands ist gewachsen. Aktuell haben wir 2 Kälber. Und eins ist jetzt gerade vorgestern geboren und da wollen wir jetzt einmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Die Mutter ist aber sehr wachsam und wehrhaft, also von daher gehe ich davon aus, dass das auch gut passt. Aber trotzdem gucken wir mal einmal regelmäßig am Tag nach. Ein kuscheliges Kälbchen hat er schon im Blick. Das ist das erste Kalb aus diesem Jahr. Das ist jetzt 6, 8 Wochen ungefähr alt.
Also es ist ein Kuhkalb, heißt Annabelle. Und das Bullenkalb, das suche ich jetzt gerade noch. Ich weiß nicht, wo sie, also die Mutter scheint da vorne zu sein. Die hat uns eben gerade auch schon, also die beobachtet uns auch schon so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wo sie es hin, also abgelegt hat. Sie scheint aber schon sehr aufzupassen. Jetzt müssen wir mal gucken nachher. Es ist gerade in der Anfangszeit ist es so, dann legen sie es ein bisschen abseits ab. Das ist so ein bisschen wildtypisch auch, sodass halt kein Raubtier irgendwie sich da dran vergehen kann, dass es so relativ, ich sag mal, geruchslos dort liegt. Und dann achtet die Mutter aus der Entfernung halt raus, so was passiert da, während sie halt Teil der Herde ist und geht dann zum Säugen dann halt dementsprechend mehrmals am Tag dann dorthin. Wenn man dann über die Weide geht und auf einmal verfolgt ein einzelnes Tier, und dann weiß man alles schon, alles klar, hier kommt jetzt irgendwann nachher ein Kalb, weil sie auch immer dichter kommt und macht dann auch so ein bisschen Trara und dann hat man es eigentlich auch in der Regel ganz schnell. Das Bullenkalb ist aber offenbar ganz besonders gut versteckt. Genau, ich kann das Kalb noch nicht finden. Aber wie man da sieht, scheint die Herde hinterher zu kommen. Das heißt, irgendwie bin ich ganz gut auf dem richtigen Weg hier. Man sieht ja, dass sie jetzt in die richtige Richtung gehen. Und das ist die Mutter da, die jetzt guckt. Eventuell bin ich auf dem richtigen Weg, dass ich in die Nähe des Kalbes komme. Christian muss weitersuchen. Und seine Frau Kirsten muss auf dem Hof ihre Jungs, die nun Junior-Hühnerhalter sind, in die Kükenpflege einführen, damit im Kükenheim auch sauberes Wasser und Futter bereitstehen. Guck mal, hier ist das Wasser. Das ist ja ganz dreckig. Da ist die ganze Sägespäne drin. Da müssen wir neues Wasser machen. Dann nehmen wir erstmal die ganzen Steine raus. Wo sind denn die Steine? Die Steine haben wir da reingepackt, damit die Küken nicht im Wasser ertrinken. 3 Wochen sind die Küken jetzt schon alt, aber leider nicht mehr vollzählig. Wir hatten ja 10 Eier in die Brutmaschine gepackt. 2 waren scheinbar nicht befruchtet, die sind nicht geschlüpft. Es sind 8 Küken geschlüpft, aber es haben nicht alle geschafft. Es sind jetzt noch 5. Das ist bei Küken leider manchmal auch so. Man weiß dann nicht, woran das liegt. Das ist natürlich schade. Ja. Aber 5 Tiere sind immerhin quietschfidel und brauchen jetzt sauberes Wasser. Deshalb wird nun erstmal geputzt, danach gefüttert und gestreichelt. Und bis dahin hat Christian dann hoffentlich auch sein Rinderkalb wiedergefunden. Auf dem Sophienhof von Carsten Duziak im mecklenburgischen Neustrelitz kümmert sich der Chef heute zuerst um die Hühner. 450 Tiere hat er sich in den Corona-Monaten zugelegt. Naja, wir müssen die heute sauber machen. Also das Kotband muss gereinigt werden. Das müssen wir einmal die Woche immer machen. Meistens machen wir es auch immer montags. Und innen drin ein bisschen ausfegen, damit nicht zu viel Staubentwicklung ist und damit gerade jetzt bei dem warmen Wetter, die Schadgaskonzentration im Stall nicht zu hoch ist. Ne? Dass die Tiere halt auch immer saubere Luft haben. Damit die Lungen heil bleiben und nicht mit Ammoniak belastet sind. Eine Treckerschaufel voll Mist könnte da heute zusammenkommen. Ich mache erst mal auf und dann fahren wir da runter. Wir müssen nur dahinter den Zaun wieder hoch machen, damit die Hühner nicht abhauen. Vor 3 Monaten hat er das neue Hühnermobil angeschafft. Wir müssen jetzt gucken, dass das jetzt auch alles hier schön reinfällt. Und dass wir dann von innen drinnen, ich gehe dann rein und da liegen auch schon ein paar Eier auf dem Boden. Das sind immer noch ein paar Junghühner, die haben dann noch nicht kapiert, dass die Legenester da oben sind und nicht hier unten. Und dann mache ich den Dreck raus. Und dann hoffen wir mal, dass die Technik das Ganze, dass es auch nicht zu schwer wird, hier rein befördert. Die ist zu groß. Kannst du die noch ein Stück runternehmen, wa? Knapp 300 Freilandhühner leben in seinem neuen Mobil. Alle 6 bis 8 Wochen setzt er das auf seinen Wiesen um. Und einmal die Woche kümmert sich Duziak um den Mist. Der moderne Hühnerstall, für ihn eine geniale Sache. Hier oben hinter quasi sitzen die Hühner und legen ihre Eier. Da kann ich jetzt nicht reinfassen. Die purzeln hier unten durch. Ja, das sind so eine Kunststoff-Kokosmatten, sagen wir dazu, wo das Huhn auch, ich sag mal, einen gewissen Reiz hat und gerne sitzt. Ja, dann haben wir überall diese Roste drin. Das ist quasi der Kot. Und das ist wirklich so, dass hier unten, das ist alles nur trocken vom Wühlen, vom Scharen. Das ist nicht feucht und schmierig, wie man das sonst aus dem Hühnerstall kennt. Die Tiere sind sauber.
die sind nicht verkotet und Futter läuft hier automatisch eingestellt durch, Wasser kommt da oben automatisch. Also eigentlich, wie gesagt, der Aufwand in diesem Mobil bei diesen Hühnern hier, der hält sich wirklich am Tag, ich sag jetzt mal auf eine Stunde maximal, wenn überhaupt. Trotz Mehrarbeit ist er seiner Tochter Luisa dankbar. Sie kam durch eine Schulaufgabe in Corona-Zeiten mit dem Hühnereinfall um die Ecke. Wo sie sagte, ich kann bei meinen Hühnern sein, ja, dann haben wir irgendwie 20 Hühner gekauft und aus 20 wohnen 50 und aus 50 wohnen 100. Und dann kam irgendwie dieses Eierverkaufen vor der Haustür dazu mit ihren Visitenkarten, Luisas glückliche Hühner oder so. Und zudem ist es heute und da ist ja noch mehr Potenzial. Carsten Duziak will sich ein zweites Mobil kaufen. Im Oktober soll es kommen. Doch jetzt muss er erst mal aufs Feld. Die Trockenheit macht ihm immer noch zu schaffen. In den Vier- und Marschlanden bereitet Henning Beken in seiner Gärtnerei alles für die neuen Gänseküken vor. Das junge Federvieh braucht Wasser, Futter und 30 Grad Wärme, um die erste Zeit im provisorischen Stall zu überstehen. Er hat 220 sogenannte Gössel bestellt, die er später von einem Bauernhof in Niedersachsen abholen will. Dann haben wir gestern noch hier die Wärmelampen schnell besorgt und machen denen hier ein kleines nettes Plätzchen. Das ist ja nur für 2-3 Wochen, bis sie ein bisschen stärker sind und dann irgendwann auch hoffentlich das Wetter ein bisschen wärmer wird. Und dann kommen sie rüber in den großen Stall mit Auslauf und allem drum und dran. Im Gartenbaubetrieb ist Henning groß geworden und sein 80-jähriger Vater Dieter hilft immer noch fleißig mit. Er hat Hornspäne dabei, um Biokräuter zu düngen. Das muss hier abgesperrt sein gegen Rehe und Hasen auch. Die Hasen zerfressen hier nicht viel, aber die rennen hier wie so wild über die Töpfe und wollen sich das Feld abtrocknen beim schnellen Laufen, wenn das geregnet hat. Da sind die hier am Toben und das geht nicht. Die Pfefferminze düngt er mit Spänen aus Hufen und Hörnern, damit sie viel Kraft fürs Wachstum bekommt. Diese alte Methode, Dünger ausstreuen von Hand, das ist gar nicht mehr so gebräuchlich. Und ich habe ja die alten Gene noch. Ich bin zu alt und deshalb kann ich das. Früher wurde das alles so von Hand gemacht. Währenddessen kümmert sich seine Frau Susanne um die Tomaten. Ich muss meine Schere mal holen. Die Tomaten, die macht Austriebe. Und die würden, wenn die alle, wenn man sie stehen lässt, dann würde das solch eine Pflanze werden. Und das kann die Mutterpflanze sozusagen, also nicht alleine, dann schaffen. Also dann würde man keine richtigen Früchte bekommen. Gärtner unter sich sprechen Fachjargon. Na, du geizt die aus? Ich geiz die aus, ja. Das ist ja schön. Aber es sind alles so Arbeiten, so Projekte, die kann man eigentlich gut machen, wenn die Eltern noch mithelfen, ne? Aber sind alles so Sachen, so Gemüse hier und da, mal ein bisschen klein, mal was anpflanzen. Das ist keine richtig wirtschaftliche Sache. Ne? Das geht eigentlich nur übers Ehrenamt. Ne? Ja, guck mal. So schlank ist die Tomate jetzt und vorher war sie so. Hennings Mutter schwört auf Tomaten, seine Frau auf Tomatillos. Norma hat sie selbst gesät. Vielleicht Ende August oder so kriege ich schon meine Tomatillos und mache ich meine Soße. 3 Samen in einen Topf. Also das war eine kleine Same. Hier noch 2, 3 und guck mal. Das möchte ich auch gerne, dass alle, also meine Kinder das auch lernen, dass von Anfang an, wie man das sehen und wie man das gießen, wie man das ernten, das ist der Sinn des Lebens, ne? So was machen. Ihre Tochter Emilia will jetzt unbedingt die kleinen Gänseküken mit abholen und begleitet Henning zum Bauernhof nach Niedersachsen. Zurück auf dem Ziegenhof im niedersächsischen Asendorf. Ein Teil der Ziegen ist schon draußen, andere warten noch. Hiob muss erst noch die Weide präparieren. Aber der ist ein bisschen schwerfällig, habe ich festgestellt die letzten Male, wenn nichts dranhängt. Muss so Gas geben. Hiob schleppt jetzt das Grünland ab.
damit die Maulwurfshügel eingeebnet werden können und die Weidesaison schon mal vorbereitet wird. Gut, alles dran. Hiob arbeitet hauptsächlich in der Käserei, doch der Donnerstag ist für Hofarbeiten reserviert. Wir schleppen die Wiesen mit so einer sogenannten Wiesenschleppe. Das dient zum einen, den Aufwuchs anzuregen, weil wir dadurch ein bisschen den Boden lockern. Also ein bisschen wie so ein Vertikutieren eigentlich des Rasens. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben die Maulwurfshügel eben Platz ziehen, weil wir eben auch Futter davon gewinnen, also Heu, und dann einfach nicht so viel Erdeintrag in dem Futter haben, das dann wiederum für die Gesundheit der Ziegen und eben den Käse wichtig ist, dass da möglichst wenig Erde drin ist. Insgesamt 15 Hektar bewirtschaftet die Ziegerei. Die Landwirte brauchen viel Fläche, um ihre Tiere den ganzen Sommer auf die Weide lassen zu können. Nach einer Woche ist alles abgefressen, dann müssen die Ziegen auf die nächste Fläche wechseln. Nebenan geht es schon zurück in den Stall. Mehr als 20 Minuten sind am ersten Weidetag schlecht für die Verdauung. Also wir gehen jetzt außen rum und von hinten dann nach vorne zum Stall. Okay. Hallo Mädels! Ihr lauft verkehrt, ihr müsst in die andere Richtung. Ja, warte, wir geben mal ein bisschen Tempo. Mädels, einmal rein. Wir machen jetzt ein bisschen den Hütehund. Weiter, weiter, weiter. Na, kommt. Die wollen jetzt noch nicht rein. Im Sommer, wenn das routiniert ist, können wir vorne vom Stall pfeifen, dann kommen alle. Aber jetzt freuen die sich und haben noch kein Interesse, wieder in den Stall zu gehen. Na, lauf, Mädels! Hier ganz am Ende sind die ganzen Rangniedrigen. Ja, und die haben hier auch nicht so richtig Lust auf den Mudder. Nee. Na los, auf! Kommt weiter! Geht weiter! Wir nehmen schon mal, kannst du da schon mal den Zaun aushaken? Nee. Geh mal weiter, hey! Lass sie mal vorbei. Komm, hopp. Hey, na kommt. Die Chefetage im Ziegenstall muss Sophia erstmal zurechtweisen. Die Rangniedrigen, die wollen ja immer mehr Abstand haben zu den Ranghöheren. Und wenn wir sie jetzt hier lang treiben, dann müssen sie zwangsläufig dichter ran, als ihnen lieb ist. Und da fühlen sie sich unwohl. Na komm, auf. Auf. Ja. So, machen wir zu. Und dann geht's morgen wieder auf die Weide. Die heißt Bella, weil die hat unten so einen Rock, seht ihr das? Eindeutig eine italienische Frau mit weißem Minirock, oder? Und das sind Lotte und Lotta, oder? Nee, Larissa und Lara. Ach, Larissa und Lara. Ah, nee, Lotte und Lotta sind im anderen Stall. Ja, genau. Morgen dürfen dann Bella und ihre Damenriege schon etwas länger auf die Weide. Ostfriesland. Damit hat keiner gerechnet. Störche im neuen Nest. Seit heute Morgen. Albert Smith in Hochstimmung. Was ein schöner Vormittag. Was? Zwei Störche sind da. Seine Familie weiß es längst, aber Albert kann es gar nicht oft genug wiederholen. Dem Storchenvater muss er auch noch Bescheid sagen. Das sind Visitenkarten von allen wichtigen Leuten. Ich bin ja ein bisschen altmodisch mit dem Handy, dann stürzt das wieder ab und dann sind die Nummern wieder weg. Ich habe das lieber immer alles schwarz auf weiß. Bloß ich muss immer so lange suchen. Ja, das ist das Problem. Aber die kann doch nicht so weit unten liegen, den hast du doch erst gehabt. Ich guck im Google mal. Wie soll ich googeln, Papa? Ja, google doch. Ja, dann google du, Mann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin schneller mit meinem Googeln als du mit deiner Visitenkartensammlung da. Der Storchenvater hat Albert beim Nestbau geholfen und wollte informiert werden, sobald sich etwas tut. Hallo! Du, ich wollte eben sehen, sind nicht zwei Storches angekommen. Sie hat nur. Ja, der wird jetzt sich den ganzen Tag mit den Störchen beschäftigen. Hoffentlich bleiben sie, ne? Hoffentlich bleiben sie. Er kommt sofort vorbei. Ja, das ist voll in seinem Element. Ja. Da haben sich wieder zwei gefunden, Albert und der Storchenvater. Albert will die Störche nicht stören, aber er muss sich jetzt mit Enkelin Hanna um einen Problemfall kümmern. Ein Schaf mit Drillingen, das anscheinend keine Milch gibt. Weshalb Hanna die Lämmer zufüttert.
Doch richtig hungrig sind die Kleinen heute nicht. Kontrolle. Die sind ja noch gut flügge jetzt. Ja, ich habe denen auch nicht viel gegeben. Ich glaube, die kriegen bei der Mutter genug. Obwohl gestern kaum etwas aus den Zitzen kam. Also Schaf fangen und noch einmal testen. Ja. Du bleibst da, ich an dieser Seite. Und dann schnappen wir ihn hin. Komm hier mal näher, du da hin. Ja. Eins, zwei und dann rum. Ja. So. Kommt ein bisschen. Ja. Ein bisschen kommt da. Und jetzt die unterste Zitze eben. Ja. Aber da kommt ja wenigstens was. Also da trinken die da ja raus. Das müssen sie weiter beobachten. Und dann auch noch Drillinge. Damit sind Mutterschafe oft überfordert und brauchen menschliche Hilfe. Ja, vor allem das ist jetzt das erste Schaf mit Drillingen und da hat man jetzt schon Arbeit mit. Weil jetzt nachher die anderen noch alle kommen. Aber macht ja auch Spaß, ne? Wenn man dann sieht, dass man es geschafft hat. Aber ich denke, die kriegt sie wohl groß. Nur das dritte Geschwisterchen liegt als Notfall unter der Wärmelampe im Pferdestall. Hanna muss gleich nach ihm sehen. Einer von Alberts Störchen ist anscheinend schon wieder auf Wanderschaft. Hoffentlich nur zur Futtersuche. Zurück auf Hof Viehbruck in Schleswig-Holstein. Es geht weiter mit der Kükenpflege. Der Wassernapf soll schön sauber werden. Mami, nicht nass? Alexander? Pass mal auf! Zweimal am Tag sollen die Jungs den Napf reinigen und zweimal täglich brauchen die Küken auch ihr Futter. Oh nein. So, und stellt das ein bisschen auseinander, damit die sich nicht streiten müssen darum. Nicht, dass es so ist wie bei uns zu Hause am Esstisch. Das ist Kükenkorn. Das ist ein spezielles Futter extra für Hühnerküken und Entenküken könnte man das auch nehmen. So, stell es da mal hin. Ja, mach mal zu und dann gucken wir mal, ob sie ankommen. Und dann können wir gleich noch mal auch eins in die Hand nehmen. So. Warte, Mama! Mama, du siehst lustig aus. Dankeschön. Guck mal hier. Guck mal, die sind schon richtig groß und die kriegen schon richtige Federn hier. Willst du es mal vorsichtig anfassen, Frederik? Ja, super, von unten. Und dann gucken wir mal. Hat es dich gepickt? Und dann gucken wir mal, ob damit alles in Ordnung ist. Ja, guck mal. Hier vorne hat er schon einen richtigen Kammansatz. Und hier hinten schon kräftige Federn. Auch ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird ein Hahn. Und nicht mehr lange, dann darf er mit den anderen auch frei herumlaufen. Die bleiben jetzt noch ein, zwei Wochen, bleiben sie noch hier im Kükenheim, so heißt der Kükenstall hier bei uns, damit auch keine Raubtiere rankommen. Und wenn sie nachher größer sind, dann sind sie ja kommen sie mit in den normalen Stall dann. Aber die sind jetzt schon ordentlich gewachsen. Man sieht jetzt ja auch schon richtig, wie dieses Flauschige, was die Küken am Anfang haben, das wird jetzt schon deutlich weniger und die kriegen schon richtig Federn. So, jetzt habe ich eins. So. Willst du das noch mal offen? Ja. Ganz vorsichtig, guck mal, ganz vorsichtig, halt es mal fest, es darf nicht abhauen. Die Kükenkontrolle geht weiter. Und hier ist auch alles in Ordnung. Aber auf der Koppel ist Christian Rahe immer noch ein Suchender. Bisher kein Bullenkalb in Sicht. Heute Morgen hatte er es noch gesehen. So langsam macht er sich Sorgen. Auf dem Weg zum Hof habe ich es gesehen, da war es am Wasserwagen, da lag es mit dem anderen Kälbchen dort. Direkt am Wagen, aber hat halt geschlafen und jetzt will ich halt noch mal gucken, ne, ob alles soweit in Ordnung ist und ja. Aber erstmal muss ich dafür finden. So, jetzt gucken wir mal, was die Mutter da macht. Die scheint ja zielstrebig jetzt sich auch von der Herde zu entfernen. Das heißt, also entweder sind wir da völlig dran vorbeigelatscht, vielleicht verrät sie uns das ja. Das zeigt, dass sie also wirklich also super Muttereigenschaften hat, weil sie es echt super, also richtig gut hinkriegt. Dieses Kalb halt auch, also vor uns, wir sind jetzt total dran vorbeigelaufen, zu verstecken. Er ist tatsächlich am Kalb vorbeigelaufen, denn plötzlich steht es in der Herde. Hä? Also im Schatten gepennt? Ja, das ist das Richtige, definitiv. Ich bin ja heute Morgen hier vorbeigefahren, in der Nähe des Wasserwagenlagers und da hat es echt anscheinend das Ganze verpennt hier. Ja, bin ich ja beruhigt.
Nach dem kleinen Schreck entspannt er noch ein bisschen bei den Tieren. Aber schon morgen könnte die Suche wieder losgehen. Bei Biobauer Carsten Duziak müssen sie sich um die Gerste kümmern. Nach wie vor ist es zu trocken. Erst vor einer Woche hat er die neue Beregnungsanlage gekauft. Seitdem ist sie im Dauereinsatz. Heute Nacht hat es geregnet bei uns. Wir haben glücklicherweise 15 Liter gekriegt. Aber das reicht trotzdem nicht aus, um jetzt das Defizit bei den Kulturen wieder einzuholen. Und die Gerste, man sieht ja jetzt, dass sie, da wo der Boden ein bisschen gründiger wird, ist sie noch richtig schön grün. Also sie geht jetzt hier vorne, so ein so total trockener Boden, also sie reift jetzt ab. 25 Liter Wasser gibt er jetzt auf den Quadratmeter. Duziak hofft, so das Gewicht von jedem einzelnen Korn noch erhöhen zu können. 1000 Körner, 20 Gramm mehr, haben wir gute 20 Dezitonnen, zwischen 20 und 30 Dezitonnen mehr Ertrag pro Hektar. Und das ist schon, wenn man das dann näher hochrechnet, da kommt schon ein Betrag zusammen, der sich lohnt, das dafür auszugeben. Rund 30.000 Euro hat die neue Beregnungsanlage gekostet. Die muss er mit der Ernte über die Jahre erst wieder einfahren. Jeden Tag stellen sie den Wagen zweimal um. Das Wasser holen sie aus ihren eigenen Brunnen. Eine Schelle hat sich gelöst. Wenn wir jetzt Druck drauf gegeben hätten, würden wir es jetzt nicht machen. Denn wäre der Schlauch abgeflogen von dem Tüllenstück hier. Und dann wäre hier ein Haufen Wasser weggeflogen. Wenn es nachts passiert, weil dann hast du hier einen riesen Krater auf dem Acker vom Wasser ausspülen. Also es war jetzt echt Glückssache, dass wir das gesehen haben. Ja, immer krieg auch nicht alles hin, aber das ist einfach, weil der neu ist und da haben die innen so eine Klebpaste reingeschmiert und beim ersten Mal ist das alles so blöd. Die knapp 500 Meter Schlauch gleich abgerollt. Seinen Traktorfahrer sieht er nicht mehr. Gut, halt mal an. Auf dem Weg zum Hühnermobil, Wasserkontrolle. Man sieht ja, wie schön der rüber schmeißt. Also der Regner schmeißt insgesamt 90 Meter. Also über 46 Meter zu jeder Seite. Gute 46 Meter. Und man schafft natürlich gerade heute, bei so einem, wenn es relativ windstill ist, viel Raum. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Straße mit hier. Die Blumen am Rand freuen sich auch dazu. Jeden Tag gegen 17 Uhr sammeln sie auf dem Sophienhof bei Neustrelitz Eier ein. Im Hühnermobil läuft auch das größtenteils automatisch. Heiße laufen auch nicht so sehr, die Eier. Also die Leute wollen gerne hier diese cremefarbigen. Manche gucken auch echt nach braunen. Aber das ist so das, was gut läuft. So, und vor allen Dingen bunt gemischt. Kullern ja noch welche runter heute. Carsten Duziak verkauft die Eier ab Hof oder an Hotels. Im Schnitt bringt jedes Ei um die 35 Cent und ist ein regionales Produkt, das die Verbraucher rund um Neustrelitz immer mehr zu schätzen wissen. Henning und seine Tochter Emilia wollen jetzt die Gänseküken abholen und fahren dafür ins niedersächsische Wiestedt. Die Tiere selbst kommen aus Sachsen und werden hier auf dem Bauernhof nur an die Kundschaft übergeben. Ramona Pötsch fährt deutschlandweit verschiedene Stationen an. Die Küken sind erst 4 Tage alt und sollen am Ende robuste Weihnachtsgänse werden. Weidegänse haben festeres Fleisch. Die wachsen deutlich langsamer als so Hafermastgänse. Dann kriegen sie bei uns auch ein bisschen Getreide dazu, so kurz vor Weihnachten, damit sie noch ein bisschen mehr Fett ansetzen. Aber grundsätzlich bewegen die sich deutlich mehr und wachsen langsamer, dadurch haben sie ein festeres Fleisch. Die Gössel sind auf einem ökologisch betriebenen Gänsegut zur Welt gekommen. Die hören auch die ersten Tage noch, wenn man ruft. Da hören die. Die machen das erste Mal? Nee, die machen schon lange Gänse, aber so junge habe ich noch nicht gehabt. Ach so. Die haben sonst immer so 3-4 Wochen alte bekommen, ne? 220 Küken, knapp 7 Euro pro Tier. Okay, dann bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ja. Tschüss. Zurück in den Vier- und Marschlanden, ungewohnte Töne in der Gärtnerei.
Die Küken müssen sofort unter die Wärmelampen, damit es ihnen gut geht. So, Emi, setz du mal mich raus. Jo, kann ich machen. Emilia liebt Tiere und freut sich schon darauf, wenn die Gänse auf Hof Eggers rumlaufen. Die Schlauen, die haben da schon gesehen, wo das Wasser ist und trinken schon. Ne? Das ist wichtig, die haben immer Durst. Holen wir ihnen gleich noch Futter her. Und es dauert ja auch nicht lange, also sind hier vielleicht jetzt noch 3 Wochen. Und dann kommen sie bei uns auf die Wiese und in den Stall. Ne? Hennings Vater Dieter liebt das Federvieh allerdings nicht so sehr. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin Gärtner und kein Hühnerzüchter. Ein Küken hat es Emilia besonders angetan. Sie würde es gerne mit auf ihr Zimmer nehmen. Man hat einfach das Gefühl, dass sie jeden Moment zerbrechen können. Aber es ist laut. Doch sie will an ihrem Plan festhalten. Oder ich nehme sie mit. Nee, die wollen auch gerne alle bei ihren Geschwistern bleiben. Die nicht, die pennt auf meinem Arm. Ja, aber die wird ja auch größer und ich wollte keine Gans zu Hause haben. Ich schon. Aber die ist so süß. Wieso willst du keine Gans? Nee, wir wohnen ja in einem Haus und nicht in einem Stall. Aber wir wohnen auf einem Bauernhof. Genau. Da gibt es Ställe und da leben die Tiere und die Menschen leben in Häusern. Und du kannst es jederzeit besuchen kommen. Nachbar Jürgen hat eine luftdurchlässige Tür gebaut, damit der Marder nicht durchkommen kann. Super. Aber Emilia muss erst mal rauskommen, sonst müssen wir die. Emilia bleibt da drin. Die will ja Emilia, wolltest du drinnen bleiben? Die will ja mit der Gans leben. Am Ende bleiben die Küken dann doch unter sich und alles ist gut. Zurück auf dem Pferdehof der Smiths. Alberts Störche sind momentan Nebensache. In den nächsten Tagen lammen 60 Mutterschafe und nach der ersten Geburt gibt es schon ein Problemkind. Ein Lamm ist sehr schwach. Hat er ein bisschen getrunken? Hat er einen Rauchreflex oder? Nee. Ich habe Angst, dass es auch in die Lunge kommt. Also er hat ab und zu geschluckt, als ich ihm ein bisschen was im Mund getan habe. Aber ich weiß nicht, ob der wieder beikommt. Da ging man wieder unterm Infrarot. Meistens bekommen sie auch die kritischen Fälle groß. Und wenn er es nicht schafft, du hast dein Bestes getan, ne? Ich hab's versucht. Ja. Das ist nicht der erste und auch nicht der letzte. Nee. Das ist Natur. Aufgeben will Hanna noch nicht. Jetzt aber erst einmal Homeschooling in Omas Küche. Ein Platz, an dem es auch viel Trost und guten Rat gibt. Alberts Frau Anna hat den Hof jahrzehntelang mitgeführt. Es ist ja so, Hanna lebt da schon, die lebt da schon seit Kindesbein, lebt die da ja schon mit, dass da mal ein Tier sterben kann. Ne? Bloß das ist immer ein bisschen traurig, aber wie gesagt, das nützt nichts. Ne? Man kann auch noch so, man kann drum kämpfen, aber wenn man dann den Kampf verloren hat, dann muss man die auch gehen lassen. Ja. Na? Draußen ist endlich der Storchenvater eingetroffen. Ich glaube, der Schöne ist weg. Dies ist der Zuselige, ja. Ja, du, der wird ja nicht weit weg sein. Vielleicht ist er auf der anderen Seite vom Deich. Erst mit 4 Jahren sind Störche geschlechtsreif und brüten. Ein Ring könnte Aufschluss übers Alter geben. Also der ist nicht beringt. So, Albert, wolltest du selber mal gucken? Ja, Türgame. Muss ihn sehen, muss ihn so ein bisschen suchen damit. So, Albert als Storchenbeobachter. Mit dem Spektiv kann Albert die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Siehst du was? Jo, aber der zweite ist nicht mehr da. Ja. Der flieht auch weg. Ja. Dann habe ich gar keinen mehr. Oh, Albert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Du weißt auch, die müssen irgendwo in der Nähe sein. Die können noch wiederkommen. Man kann sagen, der Storch sucht die menschliche Nähe. Also es ist häufig, dass Storchennester irgendwo draußen im Hamrich gebaut werden. Das wird meistens nichts. Der Storch will in menschlicher Nähe sein. Und ob da drunter ein Trecker fährt oder ob da Tiere laufen oder so, das stört ihn nicht großartig. Das sind meine Beine. Ja, das sind deine Beine.
Die kommen wieder nach unten. Ja, die kommen zu dir, Albert. Die wollen hier auf dein Nest. Da schwebt ja noch einer. Noch einer, da ist noch ein dritter. Ja, da sind einer zufrieden. Na, mal sehen. Albert, alle Beste. Albert hält den Storchenvater auf dem Laufenden. Vielleicht lassen sich später Schlüsse ziehen. Landen will gerade keiner. Das war ein kurzer Besuch, ne? Aber dass da schon ein Dritter jetzt wieder ist. Nach einem Konkurrenzkampf um das Nest sieht es momentan nicht aus. Aber Albert wird die Situation ganz genau im Auge behalten. Jenny und Sven-Ole Johansson haben sich 2016 kennengelernt. Die hat schon wieder Ideen, die will schon wieder die Welt verändern. Du kannst doch nicht auf Estrich noch mal Estrich raufkippen nach 27 Jahren, weil du damit 2% Gefälle am Ende hast. Ich hab nur gesagt, warum denn da kein Gefälle ist. So, und da hast du gesagt, dass ich hier nicht irgendwas in Frage stellen soll, was schon 27 Jahre alt ist. Ja, das ist ja 27 Jahre kein Gefälle. Warum soll ich da jetzt auf einmal Gefälle hinmachen? Ja, Schatz, das scheint sowieso nicht so super geil. Ne? Also von daher. Ja, hab ich den damals gebaut? Ja, aber Nein. Kann man so einiges mal in Frage stellen. Ja, hast du das Geld dafür? Siehste, nein. Wartens, wartens. Nö. Ja. 2017 haben sie geheiratet. Da aus dem Rundballenberg nehmen wir jetzt einen Rundballen raus. Ich mach das Vlies hoch. Du schnappst dir die. Wieso von da? Weil das Rundballen sind. Schnappst den Radlader, Forke anbauen, einmal reinpieksen. Nee, ich baue da keinen Aussatz. Einmal durch den Stall hinten rum und dann an der Seite reinkriegen. Kriegst du hin. Du willst nur zeigen. Hast du den Imbus mit? Nee, ich nehme gar nichts mit. Du willst nur zeigen, dass ich wieder diese Dinger vergesse da, diese Versiegelung oder so. Die was? Ja, wie heißt denn diese Verriegelung da? Verriegelung, nicht Versiegelung. Naja, du weißt schon, was ich meine. Denk dran, dass die Palettengabel noch dran ist. Nee, das kann nicht. Kannst du einfach so da, wie sie ist, stehen lassen? Was? Die Palettengabel, die da jetzt dran ist. Ja. Die kannst du da so stehen lassen. Hoffentlich geht die an. Oh, da hat Glück drauf da. So, mal überlegen. Also immer hier so, tipp. Was hab ich gesagt? Soll ich da lassen, ne? Nee, erstmal Wipphebel. Damit die Verriegelung aufgeht. Der Wipphebel. Du und dein Wipphebel. Es ist wirklich der Wipphebel. Der, wenn die Verriegelung aufgeht. Der linke. Nein. Der rechte. Ja. Jetzt verstehst du es auf einmal, weißt du? Sie muss halt eben das machen, was ich auch mache. Also nicht alles natürlich, aber so einfache Sachen, so wie mit dem Radlader mal irgendwas holen oder irgendwo reinfahren, das muss sie schon können. Also weil manche Sachen gehen eben auch nur zu zweit. Und da muss sie eben halt auch mal einen Joystick bedienen oder einen Radlader fahren. Wenn man hier reingeheiratet ist, dann muss man damit leben, ne? Dann muss man da durch. Mach mal den Schildkrötengang rein. Den rechten Knopf, oben links. Ich sehe da nichts. Da Schildkröte. Ja, eben war da keine Schildkröte. Ja, dann war er wohl nicht drin. So, jetzt kannst du da rauffahren. Ich mache es jetzt noch nicht mal seit 4 Jahren. Ich mache es tatsächlich erst, seitdem wir den Hof übernommen haben. Also seit 1,5 Jahren jetzt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich so eine leichte Routine reinbekomme. Also ich vielleicht auch auf dem Hof so ein Aufgabenfeld eher bekomme. Aber solche Späße habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht tatsächlich. Das sind ja keine schweren Aufgaben. Die kriege ich ja gebacken, ne? Also aber das müsst ihr dann auch dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen. Sonst ist da keine Routine drin. Ronna, Vorsicht, Hansi ist da. Und jetzt auskippen. Auskippen. Hansi, geh mal weg da. Was mach ich denn jetzt, wenn er da war? Ja, Ronna, der wird schon gehen. Ah, nee. Hat aber Kraft, ey. Du musst auch Ronna lassen jetzt, ne? Ach so. Ist er weg? Du lass Ronna. Ich mag das nicht. Runter. Schon. Gut, das war's. Seit 2021 ist Sven-Ole Betriebsleiter in vierter Generation.
Wir müssen heute Tiere umstallen, weil hier in der Gruppe welche sind, die im besamungsfähigen Alter sind und die von unserem Deckbullen Hansi besamt werden sollen, damit die auch trächtig werden und dann in 9 bis 10 Monaten ein Kälbchen zur Welt bringen. Ja, heute mache ich das zum zweiten Mal erst. Ich bin immer so ein kleiner Schisser bei der ganzen Sache. Weil ich glaube, ich erschrecke mich manchmal mehr als die Tiere selbst. Und das ist immer so, dann zucke ich zusammen, dann zucken sie zusammen. Das ist dann immer so, ich bin immer froh, wenn ich das nicht mitmachen muss. Ja, aber muss ja gemacht werden. Meistens bist du ja auch nicht da. Nee, hau ich extra ab, einkaufen oder so. Nein, Quatsch. Ne? Ja, dann sortier mal aus. Ich weiß ja nicht, welche... Du musst jetzt das Gitter in der Hand nehmen und dann steuern. Ne? Ich sagte, welche raus soll, hier rein und welche da bleibt. Ne? Natürlich geht es in der Landwirtschaft ums Geld verdienen. Ich meine, du musst deine Familie ernähren. Ne? Das ist ja Priorität Nummer 1. Und das kannst du eben nur, wenn du Geld verdienst. Wir versuchen halt Heufleisch zu produzieren. Und mal gucken, was daraus wird. Also da gibt es auch noch keine Erfahrungen oder Studien drüber. Und einfach mal ausprobieren. Vielleicht wird das ja eine Delikatesse. Mal gucken. Also ich verspreche mir einfach dadurch, dass Heu nicht wirklich viel Energie hat, dass sie eben langsam wachsen und man dadurch eben eine starke Muskelmarmorierung im Fleisch kriegt, weil die eben langsam wachsen und nicht dieses schnelle, bombastische Wachstum haben. Mal gucken, was draus wird. Das Ergebnis sehen wir irgendwann. Ne? Erstmal müssen die hier auf Stroh, damit wir das Gitter da rumklappen können. Ne? Das Gitter wird sich hier rumklappen. Macht Sinn. Ja, okay. Aber hast du nicht Sorge, dass die dann da rumlaufen? Nee, das wird folglich ein Teil wahrscheinlich passieren, wenn ich sie nicht gut zurückhalte. Ja. Aber deshalb musst du ja zusehen, dass du die schnell darüber kriegst. Aber ich mach nur Zaungeschichte, ne? Nee, du treibst sie von da darüber. Ich mach das Gitter. Nee, wie? Oh, ja, wie? Ich mach das Gitter. Ich mach mir auch gleich in die Hose, wenn die auf mich zugerannt kommen. So, dann lass mal jetzt machen, Schatz. Wir haben noch ein paar vor uns. Ich hab, glaube ich, Scheiße hinterm Ohr. Kannst du mal gucken? Was hast du? Scheiße hinterm Ohr. Kannst du mal gucken? Ja, dann... Ja, so ein bisschen. Dann mach mal weg. Ich bin nur 5 Minuten im Stall. Und danach zu Hause. Ich stink total nach Kuhstall. Wirklich. Also... Wenn ich zum Beispiel irgendwie zur Elternvertretung oder sowas gehe oder Elternsprechtag, da kann ich mal nicht eben helfen und vom Stall dorthin, ich muss vorher immer duschen. Das ist schon ein extremer Geruch tatsächlich. Ich bin ja schmerzbefreit, ne? Ja. Eben zum Gesangverein. Ja, das riecht man aber auch, mal ne, eben Schatz? Fix. Ja, sitzt halt in der Kneipe als einziger im Tresen. Ne? Ja. Das glaube ich dir. Ist dann eben so. Jennifer, Bewegung. Aktion. Ja, Schatz, ich muss mich erstmal ein bisschen. Ach, stell dich nicht so an. Komm, raus hier. So, du bleibst neben mir stehen, dass sie nicht hier reinlaufen. Jetzt, siehst ja, wie was für eine Angst ich verbreite, oder? Also, ich glaube, ich kann ja stehen, wie ich will. Ich glaube, die finden das nicht schlimm, wenn ich hier stehe. Du laberst sie doch sonst immer voll. Laber sie doch mal voll. Jennifer, so wird das nichts. Nun mach doch mal! Oh, das ist doch nicht die Erde. Kannst du netterweise da wieder zurückgehen? Mehr als stolz eigentlich. Also es ist auch nicht so einfach, als Landwirt eine Frau zu finden. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das ist alles am Anfang, alles ganz toll, alles ganz lieb. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und was weiß ich, hier fass mal eine Fork an oder so, dann rennen die meistens schon wieder mit ihrem Turmbeutel weg. Ne? Also da habe ich auch schon ein bisschen Glück gehabt, glaube ich. Ja. Mehr von Jenny und Sven Ole Johansson auf dem YouTube-Kanal NDR auf dem Land. Was?